meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video. Ich möchte euch heute eine neue Technik oder eine Technik zeigen, und zwar die Bleichtechnik, die Bleaching-Technik und wie das funktioniert, das werde ich euch gleich zeigen. Gearbeitet habe ich diesmal mit der neuen Produktserie Schöner Garten und zwar mit diesem Stempelset. Jetzt habe ich da dieses Ornament, dieses Blumenornament genommen und hier auch dieses Blümchen und dann gibt es noch dieses Stempelset Dekoratives Dankeschön, ganz vielen lieben Sprüchen zum Thema Dankeschön und ich habe dann noch bei dieser Karte mit diesen Ornamenten das ausgestanzt. Ja. Hier habe ich jetzt noch eine Karte, die habe ich aber letztes Mal schon gezeigt. Und zwar ist es da mit diesen Ornamenten, mit dieser dekorativen Bordüre. Die gefällt mir jetzt auch besonders gut. So, wie funktioniert es? Das werde ich euch gleich zeigen. Und was braucht ihr dazu? Klar, mal eine Karte. Wir werden diese Karte machen. Wir werden die Karte dann einfärben und zwar mit der Schwammwalze in Jade und im Pfauengrün. Und dann wird dieses Ornament, dieses Blütenornament, Blumenornament embossed in Schwarz. Und dann brauchen wir noch etwas dazu, dass wir wieder die Farbe herausnehmen. Und zwar, da brauchen wir ein Chlormittel. Ich habe das, ganz egal welches ihr nehmt, ich habe halt das jetzt genommen. Und habe mir das gleich einmal in so ein Glas umgefüllt. So, dann beginnen wir gleich einmal. Wir werden zuerst einmal die schönen Schattierungen machen. Wie gesagt, in Blau, in Pfauengrün und in Jade. Braucht eine Karte. Und die Schwammwalzen. Und dazu müsst ihr einfach die Schwammwalze und zwar nicht so hin und her fahren, sondern wirklich immer abheben oder wegnehmen und die Farbe aufnehmen. Ja? Immer schön die Farbe aufnehmen, die Schwammwalze wegnehmen. Beginnt auf dem Rand hier. Da habe ich jetzt schon mal gepatzt. Super. Gut, Frau Meier. Und zwar geht es wirklich da in einem durch. Also nehmen wieder die Farbe auf, beginnen wieder am Rand und streiche das weiter. So. Und dann lasse ich quasi die Farbe auslaufen. Ja, also die ist, hier wird es dann dunkler. Beginnt es jetzt nicht hier, mit der, wenn ihr die Farbe aufnehmt, sondern beginnt es immer am Rand. Ja? Und lasst die Farbe dann auslaufen. Das könnt ihr so oft machen, wie euch das gefällt. Ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, wie euch das passt. Ich habe das jetzt einmal ein bisschen färbiger, also ein bisschen dunkler gemacht. Da lasse ich es wieder auslaufen. Gehe ein bisschen weiter rauf, weil da kommt dann im Gegenzug dann die andere Farbe. So. Dann mal die eine Seite. Dann nehme ich die zweite Farbe und dann das Pfauengrün. Ihr seht schon da den Unterschied. Ich habe da viel mehr Farbe genommen. Mit dem Pfauengrün machen wir genau das gleiche. Und ich beginne wieder am Rand hier. Ich drehe das auch um, dass ihr das jetzt dann gut auch sehen könnt. Dass ich immer mit dem am Rand beginne. Hier am Rand beginnen und dann wieder in einem durch und weiterlaufen lassen. Wenn die Schwammwalze ganz neu ist, dann hat die natürlich noch nicht so viel Farbe drinnen. Da muss man natürlich ein bisschen mehr Farbe nehmen, aber ich habe halt hier dann in der Mitte dann den helleren Teil. Das ist jetzt so gewollt. Aber ihr könnt das genauso gut noch mehr ineinander fließen lassen, die Farbe. Ich wollte es halt jetzt ein bisschen da heller haben und da ein bisschen dunkler.
So, das wäre jetzt einmal meine Karte, die ich jetzt da schon einmal schön gewalzt habe. Und hier setze ich immer nur von einer Seite, nicht so und nicht so, sondern immer nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja? Da kann man es vielleicht nochmal spurdünkler noch machen und immer weitergehen. Dann ist nämlich auch ein bisschen Farbe dann in der Mitte drinnen. Finde ich schon sehr schön so. So, bevor ihr einbosst, gebe ich mal da jetzt mal auf die Seite. Werden wir das Ganze ein bisschen, einmal die Farbe, jetzt ein bisschen mit einem Küchentuch ein bisschen wegstreichen, die Farbe. Und ganz wichtig ist, bevor ihr embosst, dass ihr diesen Embossing Buddy verwendet, ja, weil dann sonst haftet das Embossing Pulver überall. Das heißt, ihr nehmt den Embossing, nehme ich nochmal die Unterlage und drückt das wirklich rauf, weil sonst bleibt dann diese Pigmente von dem Embossing-Pulver überall kleben, ja, weil das halt vielleicht unter Umständen noch ein bisschen feucht ist. Ja. So, gebe ich jetzt wieder auf die Seite. Und jetzt können wir das Ganze embossen. So. Ich habe mir das jetzt schon so hergerichtet. Jetzt werde ich einmal die dünklere Seite oben nehmen. Probier mal was anderes aus. Legen wir das dann mal her. Ich habe es mir vorher schon eingerichtet. So wird es dann embossed. Jetzt kommt einmal das. Warte, ich muss nur ein Stempelset drunter geben. So. Jetzt kommt einmal das Versamark drüber. Stempel, mit dem wird das jetzt mal gestempelt. So. Und dann, man sieht das jetzt ganz leicht hier. Kommt das, ich habe jetzt mit dem schwarzen Embossingpulver embossed, ja, das Embossingpulver kommt drüber. Und nachdem ich jetzt schön vorher das mit dem Embossing Buddy abgewischt habe, haftet es wirklich nur dort, wo wirklich der Stempel dann drauf ist, ja. So, und das Ganze föhnen wir jetzt mal ein. Das ist eingebrannt mit dem Heißluftföhn. So. Und ich beginne mal auf einer Ecke und wenn das dann anfängt zu schmelzen, dann ziehe ich einfach mit meinem Föhn weiter. Dann habe ich schon diese erhabene Form und die glänzt dann auch schön. Das heißt, durch diese starke Hitze verbindet sich dann das Pulver mit dem Kleber und ich habe dann diese erhabenen Stellen, die auch glänzen. Aber bleibt nicht zu lange auf der einen Stelle, sonst zerfließt alles. Ja? Also immer schön weitergehen mit dem Föhn. So. Ich muss dann mal kontrollieren, ob ich dann alles geföhnt habe, ob da jetzt eh nichts, keine Stelle mehr ist. Meistens so bei diesen Spitzern muss man nochmal kontrollieren, ob da alles drauf ist, aber ich glaube, es wird gut passen. Gut. Und dann kommen wir schon wieder zu dieser Bleach-Technik, zu dem Bleich-Technik. Und da braucht ihr, wie gesagt, eben. Ich lege das mal her, das schaut schon ganz anders aus, weil ich ganz anders gearbeitet habe mit der Schaumwalze, bis mehr Farben aufgenommen habe und vielleicht auch ein paar Mal mehr drüber gegangen bin. Gibt einen schönen Effekt. So, ihr braucht auf jeden Fall einen Pinsel, ganz egal, ob das jetzt ein
normaler Pinsel ist oder der Aquapenta und eben die Bleiche. Und ich fahre einfach da mit der Bleiche hinein, mit dem Pinsel in die Bleiche hinein. Und dadurch, dass es eben ein Bleichmittel ist, nehme ich mir hier mal die Farbe weg. Ich mache das jetzt nur so, ich male es jetzt nicht aus, sondern gebe dann nur ein bisschen das weggesetzt hat. Da ist es jetzt noch dunkel, aber es wird dann, wenn das dann trocken ist, wird es dann schön weiß wieder. Wenn man viel Farbe hat, dann muss man unter Umständen mal zweimal drüber gehen. Und ich mache mir nur so Akzente. Ich male jetzt nicht das Ganze aus, sondern ich mache dann nur so Akzente. Das finde ich jetzt, mir persönlich gefällt das ganz gut. Aber ihr könnt natürlich auch das Motiv komplett ausmalen. So. Und wie gesagt, wenn das da setze, da wird das gleich hell, weil da habe ich weniger Farbe genommen. Da kann man dann noch einmal ein bisschen drüber gehen. Dann nimmt das dann, es kommt immer darauf an, wie dunkel oder wie viel Farbe man verwendet hat. Ja. Obwohl es auch total hübsch ausschaut, wenn das jetzt mal nicht ganz weiß ist, sondern ein bisschen noch ein paar Farbpigmente drinnen hat. So. Ich wische das jetzt immer auf einem Küchentuch. Ihr seht, da ist ein bisschen Farbe dann drauf, ein bisschen ab auf einem Küchentuch. Macht das überhaupt nicht schön, sondern einfach nur ein paar so Akzente setzen. Dann wird quasi die Farbe durch dieses Bleichmittel weggenommen. Was interessant ist, also es stört dem Embossing-Pulver gar nicht. Die Bleiche macht ihm nichts aus. Und das ist natürlich eine schöne Sache. So, ein bisschen haben wir noch. Könnt ihr mehr, könnt ihr weniger machen, wie es euch jetzt am besten gefällt. Ich mache das jetzt ein bisschen dum-dum, schnell verfahren. So, ich glaube, jetzt habe ich dann, habe ich jetzt noch nicht, sonst habe ich ziemlich viel schon gemacht. So, das wäre jetzt mal mein Ergebnis. Da gehen wir noch ein bisschen hinein. Wie gesagt, manchmal muss man zweimal drüber gehen, weil man es jetzt nicht sofort sieht, wo man jetzt überall gebleicht hat, weil es ja doch ein bisschen zum Trocknen braucht. Das ist meine erste Karte, das ist meine zweite Karte und jetzt werde ich jetzt noch ein paar Pünktchen machen, die da spritze ich einfach drauf. Nehme ich mal wieder was von dem Bleichmittel und tupfe das so aus. Das muss natürlich jetzt schon ein bisschen nass sein. Ihr könnt jetzt alternativ dazu, da habe ich jetzt wenig, auch die Schere dazu nehmen, das heißt mit den auf die Schere klopfen. Ich zeige das mal ganz kurz. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich klopfe auf einen festen Gegenstand. In dem Fall bietet sich die Schere ganz gut an. Und ihr seht dann jetzt da schon, wie sich da das verändert. Meistens spritzt man ganz woanders hin, wo man möchte. Das passiert natürlich auch. Ich
bin ein bisschen vorsichtig immer, aber wahrscheinlich muss man sich eh mehr trauen. So, ich lasse es jetzt mal so. Gut, dann verschließen wir das mal. Aufpassen da, dass ihr mit dem Bleichmittel, passt wirklich auf, dass da nicht euer Gewand oder sonstiges, was jetzt nicht unbedingt gebleicht werden sollte, da in Mitleidenschaft gezogen wird. Gut, dann werden wir das jetzt mal aufkleben. Die Karte. Und dann noch verzieren und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Und es ist wirklich eine super schöne Technik, weil ich mit dieser Technik auch zuerst einmal mit den Farben mich ein bisschen spielen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt da nur zwei Farben genommen, aber ihr könnt natürlich auch mehr Farben nehmen und walzen. Und schaut auch in anderen Farben super, super schön aus. So, das haben wir da mal. Jetzt habe ich dann von dem Stempelset von diesem Dankeschön, dekoratives Dankeschön, habe ich schon dieses Danke auch in schwarz embossed. Gebe jetzt nur noch ein bisschen einen Faden drum herum. So, dann brauche ich noch die Dimensionals. Upsala. Also ich klebe das immer gern mit diesen Dimensionals auf. Upsi. Ich habe das jetzt auch dieses Danke jetzt nur ausgeschnitten mit der Hand. Das habe ich mir jetzt gar nicht viel angetan damit. Das passt auch perfekt so. Man kann es natürlich auch direkt dann drauf embossen. Da verwendet es aber dann wieder unbedingt den Embossing Putty, dass es auch dann nicht haften bleibt. Und dann einfach nur mit ein paar Perlen schmücken und schon habt ihr eure Karte fertig. Was ihr noch machen könnt, das zeige ich euch gleich mit meiner anderen Karte. Ich werde dann noch ein paar Perlen drauf geben. So, hier und da noch eine. Ich glaube, das passt schon so. So. Ja, was ihr noch machen könnt, ist, man kann natürlich noch im Nachhinein wieder drüber wischen, das habe ich hier gemacht, also das heißt, bevor man es anklebt, nochmal mit der Schwammwalze drüber fahren, dann ist es jetzt nicht ganz weiß, sondern habt es ein bisschen dunkler. Da ist es zum Beispiel auch nicht ganz weiß, weil da einfach mehr Farbe drauf ist. Aber ihr könnt auch dann im Anschluss noch, auch wenn alles weiß ist, mit den Stampin' Blends noch einmal kolorieren. Auch das funktioniert. Also das, man kann wunderbar drüber gehen noch. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es aus. Es ist eine unheimlich schöne Technik. Geht ganz flott und ich finde, es schaut total gut aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.